Lil Larry on the beat. Freunde, seid gegrüßt hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist wieder Zeit für Diego White. Ja, liebe Zuschauer, liebe Abonnenten und liebe Patienten hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ihr seht es schon im Titel, heute geht es um Bushido. Ja, ich werde das Video irgendwie so nennen, ey, wie wurde Bushido zum Popstar und hat eine ganze Jugend geprägt, Freunde. Ja, ich meine, ich habe mitbekommen, ich habe viele junge Zuschauer und die bekommen jetzt quasi irgendwie immer einen gebrochenen Bushido zu sehen, ja, mit der Amazon-Doku oder aus der Szene gibt es ja nicht mehr so viel Liebe für Bushido und deswegen dachte ich mal heute, ey, Diego, komm, greif mal das Thema auf und erzähl mal ein bisschen, okay, du kommst aus dem Westen, aus Nordrhein-Westfalen, ich glaube, jedes Bundesland hat vielleicht eine andere Erzählweise, eine Geschichte, wie die zum ersten Mal irgendwie Bushido ja, kennengelernt haben und getroffen haben. Und ich würde das gerne mal so aus meiner Perspektive erzählen, wie ich das erste Mal Bushido kennengelernt habe, wie ich mit seiner Musik in Berührung gekommen bin und dann ein, zwei Punkte, ja, vielleicht auch nochmal erzählen, warum ich persönlich denke, dass Bushido es zum Popstar geschafft hat, ja. Und da fangen wir direkt an, wie ich Bushido erstmal kennengelernt habe mit seiner Musik. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine Ex-Freundin, die hat in Düsseldorf gewohnt und diese Ex-Freundin hatte noch eine Freundin und diese Freundin hatte auch einen Freund, hieß Tim damals, ja. Und ja, wir haben immer so Pro Evolution Soccer gespielt auf der PlayZ 2. Und er hat einfach nebenbei immer Musik laufen lassen, ja. Und er hatte tatsächlich CCN 1 müsste das gewesen sein mit Flair und halt diese ganzen alten Tracks und so weiter. Ja, das müsste so zu dieser Agro-Zeit gewesen sein. Und ja, das lief immer im Hintergrund und meine Neugier wurde immer mehr. Ich kannte bis dahin kein Deutschrap. Ja, auf Viva und MTV hatte ich immer mal wieder ein bisschen was mitbekommen, so Sammy Deluxe bisschen Kool Savage, bisschen Echo vielleicht noch, aber so einen krassen, deeperen Shit hatte ich noch nie gehört, ja, so Gangster-Rap-mäßig und so weiter und ich wusste auch nicht, wie die aussehen, ja, damals konnte man nicht irgendwie googeln oder schnell ins Internet gehen, da war die Zeit noch ein bisschen anders und man hat diese Jungs einfach so gehört, ja, Bushido und Flair, man hat sich irgendwie so in Fantasie bewegt, ja, ey, wie konnten die irgendwie aussehen, wie könnten die aussehen, aber das war auch sekundär, man hat halt quasi nur die Musik gehört und ja, wie gesagt, wir haben Pro Evolution Soccer gespielt und dann irgendwann, ja, der hatte auch PC mit Internet am Start und so weiter, hat er mir noch so ein, die Tracks dann auf meinen MP3-Player gepackt, ja, das waren früher so Sticks, ja, MP3-Player konnte man sich so in die Hosentasche packen, mit Kopfhörer ging es dann immer mit der S-Bahn von Düsseldorf Richtung nach Hause. Und das war immer so eine halbe Stunde Fahrt, 30 Minuten, 35 bis zu 40 Minuten Fahrt. Und da lief dann immer quasi Bushido und Flair bei mir. Und das war sehr, sehr, sehr krass, also wirklich. Ne? Das war so die erste Berührung, als ich das damals gehört habe. Dann, klar, kam Electro Ghetto, sein erster Clip. Und bin ich ehrlich, das davor mit Agro Berlin hatte man gar nicht so riesig krass mitbekommen, außer nur die Musik halt, ne, in den im MP3-Player und so weiter. Dann halt das erste Mal in voller HD-Qualität, ja, MTV, Viva mit Electro Ghetto, mit den Tattoos, mit dem B am Hals und das war wirklich dann Endlevel, Game Over für alle anderen. Jeder war Bushido-Fan. Seit dem Tag, wo Electro Ghetto rauskam, ich weiß noch, in meiner Nachbarschaft, mein Kollege und ich, ja, wir haben uns wirklich zusammen hingehockt, MTV, haben gewartet, bis Bushido kommt und das war krass, Freunde, das war krass, wirklich. Was für einen massiven Impact er hatte dann, ja. Jeder wollte so aussehen, Bushido-Schnitt, ja, Bushido-Haarschnitt, mein Kollege hatte einen, diese Alpha-Jacke, konnte man noch diesen Sticker, dieses Alpha-Logo abnehmen, dann andersrum kleben, ja, Bushido hat es ja, was hatte man noch, ja, Sonnenbankbräune wollte auf einmal jeder haben, Jeanshose in die Socken,
Ja, und Nike-Schuhe und, ja. Also Bushido hat maßgeblich wirklich für den Style auch gesorgt. Jeder wollte wie Bushido aussehen. Der Rest war halt Geschichte mit dem Film und mit den diversen Alben, die rauskamen und so weiter, ne? Bei Bushido war einfach das Krasse, dass er einfach nicht nur mit seiner Musik halt die Massen gepackt hat, sondern wirklich sein Erscheinungsbild wirklich krass war. Ja, das war wirklich das Krasseste, auch für mich. Ja, tätowierter, ja, halb Araber, halb Deutscher, wirklich. Sah einfach fresh aus, muss man sagen. Man hat es nicht so gesehen gehabt zu der Zeit. Das war endlich mal so was Neues auch. Das sah wirklich krass aus. Jeder wollte aussehen wie er. Jeder hat sich ja, an ihn irgendwie orientiert, ja. Viele wissen, wovon ich rede, die Zeit natürlich mitgemacht haben. Was maßgeblich dann für seinen besonderen Erfolg meiner Meinung nach gesorgt hat, ist, dass er aussieht wie ein Ausländer, Araber, ja, also wirklich wie ein Voller, und aber ein krasser Deutscher in ihm steckt. Also er kann sich sehr gut artikulieren, er kann sehr gut reden, er kann sehr gut auf spontane Gespräche eingehen, er ist sehr eloquent, ja, er ist sehr kommunikativ und kann mit der Straße kommunizieren und kann aber auch mit Intellektuellen kommunizieren, das heißt mit Markus Lanz, kann sich da in die Sendung setzen und kann aber auch im Café mit dem letzten Mafia-Boss reden oder mit halt Straßenjungs, ja. Das ist so die Brücke, die er wirklich bauen konnte und warum Bushido wirklich auch vom gesamten Mainstream akzeptiert wurde. Das ist einmal eine Kunst, aber die zweite Kunst ist, dass er respektiert wurde. Ja, das ist nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt. In ihm haben die Journalisten, die Fernsehshows, ja, die ganze Medienlandschaft hat in ihm nicht den Pöbel-Rapper gesehen, sondern den gutbürgerlichen Anis, der halt den Gangster-Rapper verkörpert. Ja. Das war die größte Kunst, was halt viele, sag ich mal so, hängengebliebene einfach nicht checken. Ja, das sollte man einfach checken. Bushido ist einfach krass in dem, was er gemacht hat und wirklich sehr gewieft und wirklich auch sehr intelligent in seinem Weg gewesen. Ja, Buch, Film, hat einen Charme gehabt. Ja, wirklich kann die Leute in seinen Bann packen. Seine Musik lebt von Gefühl, von Emotionen. Ja, ist eigentlich auch scheißegal, was er da sagt. Ja, das ist nicht so, wie wenn ich jetzt den besten Texter irgendwie oder, ne, Kollega ist ein gutes Beispiel. Er hat ja immer so mehrere Reime um die Ecke und so weiter. Das ist ein Kollega-Ding. Aber bei Bushido will man sowas gar nicht hören. Bei Bushido ist der Typ, ja, man will den Typen sehen. Man will dieses Gefühl haben, ich bin Bushido, ich bin dieser Junge und ich gehe gerade durch die Gassen, CCN2 und trage die Jacke, Kragen hoch und so weiter. Ne? Das ist halt wirklich massiv gewesen bei Bushido. Das ist auch wirklich krass. Er ist einfach ein Pionier, wenn man so Parallelen zieht in die Fußballwelt. Ey, wen gab's? Maradona, Pelé, Ronaldo, Messi. Und bei Deutschrap ist es einfach nur Bushido, auch für die Jüngeren jetzt nochmal. Ne? Das müsst ihr wirklich nachholen, Freunde. Bushido ist eine Legende. Gangster-Rap und auch Persönlichkeit und halt als Business krasser Typ, ja. Natürlich Popstar-mäßig. Er hatte zu seiner Zeit fast auch so Tokyo-Hotel-Levels, ja. Die Frauen wollten sehr viel was von ihm. Die Jugend und habe ich ja eben schon erzählt. Es war wirklich krass. Es war wirklich ein Popstar, ja, Bushido. Und jeder wollte ein Teil von Bushido sein. Wurde überall eingeladen, MTV, Viva, intellektuelle Sendungen, Markus Lanz, Maybrit Illner und. Und die Kunst ist halt wirklich gewesen, er hat diese Optik, aber kann wie ein ganz normaler, intellektueller Deutscher wirklich stattfinden. Das war die Kunst, das war die Kunst. Meiner Meinung nach ist das wirklich einer, wenn man so Top 3 Erfolgsliste oder macht bei Bushido, ist es wirklich ein Ding, was ganz oben mit dabei sein muss. Diese Akzeptanz, die er hatte, hat meiner Meinung nach fast, oder hat es ein Rapper geschafft? Ich lasse mal die Frage offen. Ich glaube nicht. So eine Akzeptanz im Mainstream, dass einer eingeladen wird, Markus Lanz und so weiter, ne, glaube ich nicht, dass es jemals einer so krass geschafft hat, der auch im Gangster-Rap-Jargon
stattfinden konnte. Sido haben wir, klar, aber er ist ja nicht so tief in dem Gangster-Rap vertieft gewesen. Und ja, ne? Das war so die Sache, wie ich Bushido kennengelernt habe. Aktuell ist es natürlich sehr schwer, rund um den Gerichtsprozess mit Arafat und so weiter. Da tut mir auch aktuell leid. Musik kommt ein bisschen zu kurz. Aber man kann auch verstehen, warum. Ich hoffe, wenn die Zeit mit diesem ganzen Gerichtsprozess vorbei ist und Bushido sich regeneriert hat, würde ich mir wirklich noch einmal den alten Bushido wünschen, ja, dass er einmal richtig, richtig wieder zurückkommt, richtig wieder auspackt. Wer weiß, vielleicht versöhnt er sich mit dem ein oder anderen Ex-Freund. Ja, ich spreche vom Flair. Das wäre wirklich nochmal krass, ja, dass die nochmal diese CCN-Vibes irgendwie auspacken können. Aber das ist nun mal, glaube ich, ein Wunsch von mir, der niemals in Erfüllung kommen wird. Ich würde mich sehr interessieren, wie ihr zu Bushido gefunden habt oder Gangster-Rap. Ihr könnt gerne auch Flair mit einbeziehen. Ja, Bushido, Flair, diese ganzen CCN-Vibes. Ihr hört auch gerade im Hintergrund, ich habe extra so den Vibe noch ein bisschen laufen lassen. Es ist wirklich Nostalgie pur. Und ich wollte mal gerne auch mit euch so einen Talk machen, ja, ein bisschen auch mal meine Gefühle preisgeben. Ich meine, das war wirklich krass, ja. Ich habe, glaube ich, fast zu jedem Song oder zu jedem Beat auch so meine persönlichen Stories. Nicht zu jedem Beat, das war ein bisschen, bisschen zu übertrieben. Aber wenn man das so hört, auch wenn ich gerade diesen Beat höre, ich sehe mich irgendwie so in der S-Bahn und draußen und Kragen hoch mit dem Ball und ja, keine Ahnung, ne? Und macht so mein Ding, Freunde. Es ist wirklich krass gewesen. Ich will jetzt nicht zu sehr abschweißen, ja. ich hoffe, ihr schreibt auch eure Stories. Mich würde das wirklich vom Herzen interessieren, weil das wirklich Hip-Hop-History ist. Die Jüngeren können mir vielleicht schreiben, ey Diego, danke für diese kleinen, knackigen Infos, so, das war mir gar nicht bewusst oder ich habe es vergessen gehabt. Er hat wirklich eine ganze Nation geprägt, eine ganze Jugend. Auch die ganzen Rapper, die ihr vielleicht auch heute feiert, die oben sind, die werden euch sicherlich einige Storys erzählen können, warum die rappen. Bei vielen werden wir hören, Bushido war maßgeblich prägend für den Move, Rapper zu werden. Ich kenne auch sehr viele Rapper, die auch wegen Bushido angefangen haben und dass Bushido die geprägt hat. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr so eure Inhalte mal schreibt. Ey, Bushido damals hat mein Leben bei dieser Sache irgendwie geprägt oder zu Bushido habe ich so und so gefunden. Ich rede halt extra von Bushido, weil er wirklich maßgeblich für diesen Hype wirklich ja, getragen hat, Freunde. Ja. In diesem Sinne, Freunde, alle Links in der Beschreibung. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach Diego White mäßig im nächsten Video. Das war Diego White. Bang, bang, Freunde. Ciao, ciao. Lil Larry on the beat.